In Takt 6 wollen alle Sänger einfach atmen. Sie kommen daher. Halleluja, Halleluja. Aber ich als Dirigent will das nicht. Ich will, dass sie durchsingen. Halleluja, Halleluja. Und erst beim nächsten Atemzeichen atmen. Dafür brauche ich das sehr dichte Legato, die Figur Nummer 4. Ja, Halleluja. 1, 2. Ja, Halleluja. Oder? Ja, Halleluja. Aber besser so, wegen des Haltens der Sänger. Wir setzen ein im Auftakt zu Takt 5. Also Takt 4, Schlag 3. Wir sind in Schlag 4 kurz vor der Zählzeit 2. Halleluja, Halleluja. Wir setzen noch etwas früher ein. Standen und lebt, Takt 3. Standen und lebt, Halleluja, Halleluja. Und wir setzen ganz von vorne wieder ein. Jesus, der Herr, ist auferstanden und lebt, Halleluja, Halleluja.